Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier im Hintergrund das Foto von Martin Stade und Martin Stade war ja im Bereich Arnstadt, Ohrdruf, Wechmar, was man ja AWO nennt, war der Mann sehr, sehr engagiert. Er ist gestorben am 11.12.2018 und er hat jede Menge gute Kontakte gehabt, hat jede Menge sehr interessante Informationen herangetragen, aber auch er war in der Szene sehr umstritten. Ich habe selbst erlebt, wie man verachtet wird, wie man gemobbt wird, wie man, ja, ich sag mal, sogar beleidigt wird, wie es kommt, dass man von Kollegen dazu kommt, dass man sogar eine Klage einreichen muss, um sich einer Verleumdung zu widersetzen. Das wollen wir nicht weiter ausführen, denn ich bin immer noch daran bestrebt, dass wir es mal schaffen, gemeinsam etwas erreichen, zusammenzuarbeiten. Martin Stade, wie gesagt, hat sehr viel herangetragen. Ich habe selbst erlebt, dass man mit ihm ins Gelände gehen konnte, dass man auch Fragen stellen konnte. Wenn er mal das nicht wusste, dann hat es eine Woche gedauert, dann hatte er die Information. Woher, wissen wir bis heute nicht. Aber er hatte Detailinformationen. Ich habe hier mal so ein Bild. Man sieht, wie Martin Stade noch in den letzten Jahren, noch im hohen Alter, in den Wald gegangen ist mit mir und dann einfach mal in den Boden gezeigt hat, hier mach mal dein Georadar an und dann findest du was. Und ihr werdet es nicht glauben, das war dann das Bild, das wir hinterher im Georadar hatten. Ich habe es ja im letzten Buch S3 Olga schon erzählt. Das Interessante aber bei dem Mann ist, er hatte auch natürlich ein Privatarchiv. Und da bin ich jetzt bei der Nummer, wo ich euch alle bitten möchte, mal ganz tief durchzuatmen. Vor allen Dingen die Kollegen, die immer sagen, Christel, du hast hier nichts zu suchen, du hast hier mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Hatte ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber es ist trotzdem sehr spannend und es hilft, wenn man halt mehrere Blickwinkel hat. Und da kommt jetzt die Sache mit dem Durchatmen. Setzt euch mal hin, atmet mal nochmal tief durch, bevor ich jetzt sage, worum es geht. In Haarhausen lebt eine Frau, ich möchte den Namen nicht sagen. Die habe ich auch einmal angefragt, habe gesagt, wie sieht es denn aus mit Martins Archiv? Kann man da mal reinschauen? Und wenn sie was weggeben, dann geben sie nur bitte Kopien weg. Das kriegen sie sonst im Original nie wieder. Und vielleicht war genau der Satz und die Freundlichkeit, die ich dabei hatte, der Unterschied zu den vielen, vielen anderen Personen, die sogar gedrängelt haben, die sogar, ich sag mal, sehr böse geworden sind, das habe ich so aus den Gesprächen herausgehört. Jedenfalls ist der Fakt folgendes. Ich habe dann einen Anruf bekommen und sollte mich dort mal melden. Mit dem Erfolg, ich werde es dann gleich nach diesem Vortrag hier einspielen, dass ich bei mir auf dem Schreibtisch jetzt hier, beziehungsweise auf dem Arbeitstisch, eine Menge Papier liegen habe. Ich wurde angerufen und dann hieß es, kommen Sie mal vorbei und dann drückte man mir die ersten zwei Kartons in die Hand. Und man sagte, da gibt es noch ein paar Probleme, die müssen noch geklärt werden und dann soll ich den Rest abholen. Das habe ich gemacht mittlerweile. Wir haben jetzt den Großteil hier. Es fehlen jetzt noch, soweit ich weiß, ein paar Aktenordner zu verschiedenen Bundesländern. Da werden wir noch sehen, wie wir das machen. Aber jedenfalls habe ich dann in den Gesprächen mein Versprechen gegeben, dass ich diese Daten online stelle. Und das werden wir auch machen, und zwar auf der Seite des Bundesverbandes. Dort gibt es eine Seite Privatarchiv Martin Stade. Die werden wir nach und nach füllen. Und da bitte ich um Verständnis, das wird noch Monate dauern, bis wir uns da halbwegs durchgearbeitet haben und bis wir da was eingestellt haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben ja nicht nur Karten, sondern wir haben auch noch Hinweise, also Texte. Die Texte werden wir sofort einstellen, da gibt es keine Probleme, weil das bezieht sich nur auf Orte. Da werden wir uns nach und nach durcharbeiten. Aber bei Karten sind wir ein bisschen vorsichtiger, die werden wir den Texten zuordnen, wenn es also Karten gibt, werden wir das kennzeichnen. Und wir werden dann die Karten den Personen, die danach fragen, noch zukommen lassen. Da gibt es keine Probleme. Aber wir wollen da verhindern, dass alle Welt sich die Karten aus dem Internet runterzieht und dort bei Privatgrundstücken aufschlägt und dann viel, viel Ärger macht.
Da haben wir einen gewissen Respekt davor und das könnt ihr sicherlich auch verstehen. Ich zeige euch mal, worum es geht. Martin hatte diese Karten. Die habe ich jetzt mal hier mal einen kleinen Ausschnitt gewählt aus so einer Karte, um das mal zu zeigen, worum es geht. Ich zeige euch das mal. Das hat damit zu tun, dass wir hier zum Beispiel einen Stolleneingang in der Karte haben. Der ist hier beschriftet und eingezeichnet in den grünen Pfeil. Wir haben da drüben entsprechend einen Zuluftschacht und auch hier drüben, wo ich jetzt stehe, einen Zuluftschacht. Diese ganzen Sachen sind hier eingezeichnet und ich will euch mal ganz kurz erklären, warum das für uns so interessant und auch gleichzeitig problematisch ist. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Im sogenannten digitalen Geländemodell, hier mit dem Programm Planlaufterrain, da ist das Ganze natürlich noch viel deutlicher dargestellt als im einfachen digitalen Geländemodell. Aber das Interessante ist, das, was ich hier eingekreist habe, ist genau die Stelle, die Martin markiert hat. Und da er das digitale Geländemodell nicht hatte und auch nicht kannte, konnte er das nicht so detailliert sich ausdenken. Woher die Quellen sind, ist also immer noch fraglich, aber sie sind genau. Und das ist eben das Problem. Also, wie gesagt, hier geht es darum, dass hier eine Anlage drunter sein soll. Ich lese auch noch mal gleich nochmal einen Text vor, was da ist. Wir haben dann noch weitere Bilder. Hier zum Beispiel soll eine Vergrabung sein. Und da ist auch genau dieser Kreis, der hier ist. Ich muss euch jetzt hier ein bisschen passen. Da ist es. Ich bin halt kein so ein Wetterfrosch, der jetzt hier die Wolken anzeigt. Aber ich muss halt sehen, dass ihr es seht. Das ist das eigentlich Interessante daran. Er wusste gar nichts von diesen Bildern. Er kannte das gar nicht. Und hat trotzdem auf den Karten diese Punkte eingezeichnet. Die Quelle für diese Information, diese Quelle muss also irgendwo relativ sicher sein. Dass wir nicht ganz mitgehen mit vielen Informationen, das kann ich euch mal sagen. Also er hat zum Beispiel Betatrone beschrieben, eine bestimmte Anzahl und was die dann gemacht haben. Das Problem ist, diese Betatrone können das, was in den Quellen steht, gar nicht herstellen. Das hat der Kollege Wolf-Günther Haug schon entsprechend geklärt. Also ein Betatron macht einen Elektronenstrahl, den benutzt man, um zum Beispiel Röntgengeräte zu betreiben, aber damit kann man keine Isotopen erzeugen. Das ist also eine fragliche Geschichte. Trotzdem, die geografischen Punkte, die sind sehr verblüffend genau. Ich habe hier noch eins vorbereitet, insgesamt ein paar andere. Denn das ist hier nämlich in der Karte der Schacht, der dort eingezeichnet ist. Da ist tatsächlich eine Wanne mit einem Zulaufbecken plus hier drüber, da oben sieht man das, da ist noch der Schachtausgang. Also das ist eine Sache, das muss man wirklich klären. Und da möchte ich ganz gerne auch um Verständnis bitten, dass ich dort nur Forscher ranlassen möchte, die auch, ich sag mal, die Qualifikation, den Ehrgeiz haben, das sachlich zu bearbeiten und vor allen Dingen auch zielgerichtet, weil hier geht es nicht um Verschleierung, hier geht es nicht um Verstecken. Wir wollen die Geschichte hier klären. Und da will ich euch mal ganz kurz nochmal was vorlesen, weil das ist so, ich sag mal, auch pervers, was hier drin steht mit den Daten und wie genau das ist. Der Stab war verantwortlich für die Planung und Bau von 34 Fabriken ab Großmärz 36, August 40. Im Rohbau anschließende Ausrüstung mit 55 Maschinen für Produktion vom schweren Wasser ab Januar 44 bis zum 26.01.45. Häftlinge für die Arbeit gab es 12.300 Russen in drei Lagern, davon etwa 8.000 arbeitsfähig. Die Häftlinge wurden in der Nacht vom 28.01. mit Somanen getötet und liegen in etwa 44 Meter Tiefe in der Fabrik Südostbereich. Das ist die Information. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Informationen natürlich interessant sind, die werden wir veröffentlichen. Aber wir werden natürlich die Orte, wie gesagt, rauslassen, dass da nichts passiert. Stellt euch vor, euch gehört dieses Gelände und jetzt tauchen da nach und nach immer wieder dubiose Personen auf und fangen dort an zu graben oder ähnliches. Das ist eben keine Forschung, das ist ein Problem. Wie gesagt, ich habe das mal so gemacht, um euch mal zu zeigen, was da los ist. Ich schneide jetzt gleich nochmal das Video ran, was wir hier an Aktenmaterial haben. Da könnt ihr mal durchschauen. Das ist so viel. Ich bitte da um Verständnis, dass wir das nicht bis morgen und übermorgen machen. Dafür brauchen wir tatsächlich Monate.
Nochmal dazu. Ich bin daran interessiert, dass wir bei all diesen Zielen zusammenarbeiten. Dass wir verschiedene Ideen, Meinungen nicht unterdrücken, sondern jeder dumme Gedanke kann der Weg sein, der uns weiterbringt. Und da möchte ich eigentlich hin. Ich möchte dahin, dass wir sozusagen die Situation vor Ort klären, dass wir die Geschichte klären. Sie wird offiziell ja vom Staat unterdrückt und das wollen wir eben mal dagegen arbeiten, aufklären. Es gibt genug Wege, es gibt genug Sachen, aber wir müssen zusammenarbeiten. Jeder hat ein Mosaiksteinchen, aber keiner hat das Richtige. Deswegen meine Bitte, lasst uns da wirklich sehr, sehr genau dran arbeiten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch ein wenig mehr Informationen über unsere Arbeit gegeben. Wir machen Führungen, ich habe es am Anfang ins Intro nochmal hinten rangehängt, wir machen Führungen im Ostwall, in Riese und in der Wolfschanze, noch ein paar andere Anlagen, die wir nicht nennen wollen, das machen wir dann auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da melden. In Polen ist da mittlerweile mit dem Lockdown schon wieder sowieso alles vorbei. Also da braucht ihr keine Angst zu haben und man kommt auch jederzeit ganz locker wieder zurück. Damit finanzieren wir unsere Forschung. Wir sind natürlich auch ein bisschen auf Spenden angewiesen. Das Konto schreibe ich auch noch mit drunter in die Beschreibung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne eure Kommentare dazu schicken, wie ihr das haltet, was ihr davon findet, wie ihr das findet. Ich bin da auf die schlimmsten Sachen vorbereitet. Aber, und das bitte ich zum Verständnis, es geht um die Sache und nicht um das Persönliche. Da bin ich ganz weit da vorne. Ich schreibe zwar Bücher, aber damit finanziere ich nur diese Forschung, die ich da mache und publiziere das. Das heißt, ich bin auch durch die Veröffentlichung ein wenig sicherer bei dem, was hier läuft, damit ich entsprechend auch nicht irgendwie mal angezählt werden kann. Ich stelle es einfach in die Öffentlichkeit. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt, wenn ihr es noch nicht getan habt oder das Ganze liked. Ansonsten von unserer Seite aus ist eben die Geschichte ganz wichtig und wir finanzieren uns über die Bücher, wir finanzieren uns über Führungen, die wir machen in Riese, in der Wolfschanze oder so weiter. Auch das ist noch am Anfang im Intro mal kurz als Link hinterlegt, www.ostwall.info, da findet ihr alles. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bucht eine Führung, wir können euch das dann zeigen und wir können euch dann vor allen Dingen auch mit ehrlichem Herzen gegenübertreten und danken, dass ihr uns da finanziell unterstützt. In dem Sinne, ich wünsche einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen.